Moin Leute, FixNoSkin hier. In diesem Video darf ich nur mit dem Bogen spielen. Das heißt, der Bogen ist die einzige Waffe, mit der ich Schaden machen darf. Sonst darf ich nur Movement und Heilung mitnehmen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut gerne auf Twitch vorbei und jetzt extrem viel Spaß mit dem Video. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, auf jeden Fall beim Nitrodrom zu landen. Dort werden viele landen. Ich krieg den aus ganz normalen Chests, ne? Ich bin wirklich ein bisschen... Wir müssen jetzt einfach, ich denke, so viele Chests durchsuchen, wie es geht. Der Grund, warum ich vor allem hier lande, ist eigentlich die Medaille. Weil Munition, diesen explosive Munition zu finden, das könnte richtig, richtig schwierig werden, ne? Deswegen denke ich, gehen wir auf... Oh nein, die Pam, die lächelt mich doch richtig an. Wir brauchen unbedingt diese Medaille. Das nehmen wir mit. Wir dürfen Jan schon mitnehmen, natürlich nur zum Movement. Aber dafür brauchen wir sie auf jeden Fall. Sehr schön. Wir sollten also früh wie es geht eins... Und den mythischen Bogen gibt es ja auch, genau, es ist doppelt. Die Frage ist, ja, wir müssen... Ich weiß nicht, ob wir den Boss gekillt kriegen... Vielleicht ist es sogar wahrscheinlicher, dass wir den Spieler killen, der den Boss killt. Das wird aber auf jeden Fall auch ordentlich schwierig. Ich finde überhaupt keine Heilung. Was ist denn da los? Also ich will jetzt meine Kohle eigentlich nicht verschwenden. Beziehungsweise, ich hole mir hier schnell die zwei Sachen. Jetzt können wir eigentlich die Cola trinken. So, wir durchsuchen auf jeden Fall Kisten, bis wir einen Bogen haben. Und wir können uns eigentlich auch reichlich an Heilung mitnehmen. Ja, auf jeden Fall, wenn es die nicht mehr gibt. Oh, der Boss ist da. Der Boss. Oh, er wird... Er war! Holy moly! Ja, yeah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, er ist drin, ne? Er ist drin. Oh, wir haben den Bogen und die Medaille. Oh mein Gott. Ey, das ist crazy. Wie haben wir das denn geschafft? Okay, man sieht uns jetzt halt immer, weil wir die Medaille haben. Oh, ich habe den Biggie zu früh abgebrochen. Ich bin gerade sehr nervös. Oh, wir haben's. Ich kann es kaum fassen. Das war so richtig knapp gewesen. Wir haben den einfach komplett... Okay, okay, erstmal runterkommen. Ey, das ist perfekt, ne? Wir haben einen Bogen zumindest schon mal und wir haben komplett full Munition. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, wir gehen hier mal hoch. Aber grundsätzlich können wir jetzt ja auch fighten, ne? Besseren Lootout kriegen wir die Runde nicht mehr. Heilungstechnisch wahrscheinlich schon noch, aber... Fighttechnisch ist der mythische Bogen das, was mit dem wir spielen. Wir können uns halt vielleicht noch einen Bogen ranhauen. Zwei, denke ich, ist aber Maximum von was Kluges an Bögen her. Weil dann, wenn der eine geht, ja dann doch ziemlich schnell leer. Und bevor wir dann nachladen müssen, können wir erstmal auf den zweiten wechseln, falls es gerade wichtig ist, dass wir direkt weiterschießen. Und nachdem wir den Boss gar nicht angegriffen haben, greifen uns die ganzen Wachen, die hier sind, auch nicht an. Das ist auch ultra praktisch. So. Da hinten wird irgendwo gefightet. Ich bin ready, mich eigentlich irgendwo jetzt einzumischen. Endgame-Fighten ist natürlich auch klug. Oh. Ich check nicht bei dem Bogen, warum es manchmal Explosionsdamage gibt und manchmal nicht. Oh, nee. Let's go! Okay, sehr schön. Erster Kill. War ein bisschen knapper, als ich mir das vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Aber nehmen wir hundertprozentig mit. Ich würde sagen auch, also wir können das Auto nutzen zum Movement und alles. Aber ich werde jetzt nicht auf Boss-Auto spielen, dass wir quasi gefühlt nur eine Auto-Challenge machen. Weil das macht, das ist ja nicht der Sinn der Challenge jetzt. Dass wir die ganze Zeit in einem Auto chillen und das Geschütz davon nutzen. Deswegen, also Auto können wir ruhig nehmen, aber jetzt nicht. Wir sollten nicht die ganze Zeit in diesem Geschütz sein. Oh, jetzt check ich erst mich, dass ich angegriffen werde. Ich habe meinen Bogen... Oh! Guck, jetzt habe ich zum Beispiel Explosionsdamage gemacht. Übrigens noch ein Kill. Sehr, sehr nice. Wisst ihr, wann ich, wenn ich Leute treffe, nochmal reinhaue, damage-technisch? Und wann nicht? Das verstehe ich noch nicht ganz, nämlich. So, die Handschuhe werden auf jeden Fall Movement carry. Ich habe 2 Sekunden in den Chat geguckt. Oh nein. Der Dash ist, oder wie? Ich treffe nix. Ist gar nicht gut. Ich muss nachladen. Und ein Biggie eigentlich trinken.
der schöne Krieg ist nicht zerstört. Oh! Holy, die Treppe! 4 Damage ist nix. Nachladen. 77, das knackt mehr rein. Jetzt vielleicht ein bisschen nerven. 4 Damage. Oh, Fallschaden. Ah, er hatte den Nitro Dash. Der hat ihn komplett gesaved, ne? Der wäre sonst gerade gestorben. Hier ist noch jemand. Ich habe einen Bot gekillt. Hier ist gerade so viel los, ne? Ich komme nicht hinterher gerade. Wow! Oh! 100 Materialien nur noch. Wir müssen abhauen. Das ist viel zu risky hier. Oh, hier liegen auch noch Materialien. Warte, ist hier noch jemand gestorben? Ich habe 500 Metal und 500... Ich glaube, ich habe schon ein bisschen... Irgendwie ist es nicht so richtig geschafft, die Materialien mitzunehmen. Okay, eigentlich können wir direkt wieder rein jetzt. Das war ein bisschen zu wild. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder ready, ne? Aber ich sehe niemanden hinter mir, ne? Oh. Nimm alles zurück. Mist. Good one. Ey, das läuft richtig gut hier. Die kann man auch ein bisschen zum Movement nutzen, ne? Aber das lassen wir, denke ich. Zack, das nehmen wir mit. Wobei, eigentlich kann das hier weg. Das wäre eine Frechheit. Hallo? Kann ich hier nichts... Nichts bauen, sehr nice. Ja, es sind 3 Kills. Die Challenge ist... Wait. Kurz Fokus. Ich weiß nicht genau von wo. Ich glaube aber von hinter mir sogar. Oh ja. Siehst du, hier habe ich jetzt keinen Explosionsschaden gemacht. Das ist das, was ich mich eben genau frage. Hier habe ich Explosionsschaden gemacht. 4 Damage. 77? Wie viel AP hat der Junge? Kommt nochmal so 4 Schaden. Weil wo ist er denn hin? Kann ich sehen? Nochmal 77. Der geht rein, der weiß genau, dass ich nur den Bogen nutze. Ja, let's go! Oh. Holy moly macaroli. Stark gespielt auf jeden Fall. Oh nein, der hatte eine goldene Pump, ne? Oh, das tut natürlich weh, die jetzt nicht mitnehmen zu dürfen. Aber der Kill war sehr nice. Gleich Top 10 schon, ne? Und wir machen gut Kills. Wir sind nicht am Campen. Da ist der nächste Gegner. Nein! Nein! Och, das erste Mal steht ein Gegner still und ich treffe dann direkt nichts. Wie peinlich. Naja. Kann ja jedem mal passieren, was? So, oh. Ist halt gar nicht gut. Der ist halt... Nein. Junge, was ist denn mit dem los? Der will mich tot sehen. Hier ist noch jemand. Der hat diese Fäuste ja... Also, ne? Oh, da ist noch jemand. Und da oben ist noch jemand. Ich weiß gar nicht, auf wen ich mich fokussen soll.
Der wäre fast an Fallschaden gestorben, sage ich. Der hat keine Ahnung, wie die Steinpistole funktioniert. Wir nutzen alle die Steinpistole. Das wäre auch eine witzige Challenge, ehrlich gesagt. Vor ihm wollte ich gerade sagen, muss ich ein bisschen... Oh, 121. Junge, diese Waffe ist strong. 4? Ich muss spammen, ob das eklig ist oder nicht. Fallschaden? Wo ist er denn? Ist weg, keine Ahnung. Wir sind in die Zone, mach ich mal. Neben uns läuft auch noch der andere rum, den haben wir ja auch ordentlich Damage gemacht. Oh, ich sehe ihn auf der Brücke. Das sind zwei, ne? Ich gehe dahin, ich gehe dahin. Ich habe ihn gekillt, Schwerkraft erklärt. Und dann ist da der andere. Weil der hat ja auf jemanden geschossen. Ich weiß nur nicht, wo... Ne, sind beide tot, sind beide tot. Einmal den Loot anschauen. Hatte ein bisschen Angst, dass ich irgendwie sterbe. Ich weiß auch nicht, warum. Aber lieber da nochmal einen Dash verbrauchen. Können wir uns ja jederzeit wiederholen. Hier liegen so gute Pumps rum, ne? Dass hier halt... Es tut ein bisschen weh, hier nichts mitnehmen zu dürfen. Wir holen uns unsere Dashes wieder. Und ich würde sagen, wir dashen auch ein bisschen in die Zone jetzt. Schafft man zwei Dashes? Ja, schafft man. Und drei? Warte, man kann unendlich. Also bis halt weg ist. Ja, das tut wirklich ein bisschen weh mit dem Loot. So, wir laufen jetzt erstmal. Nein! Bitte nicht, bitte nicht! Bitte nicht! Bitte dich. Come on. Der hatte eine Sniper dabei. Ich habe das Update mit der Sniper auch nicht mitbekommen. Also, was heißt mitbekommen? Auf YouTube schon, aber nie gespielt. Nein, nicht die Magnetofähigkeiten jetzt. Lass mich doch bitte kurz alle. Oh mein Gott, wir rennen von Gegner zu Gegner, ne? Ist halt... Der ist tot? Nein? 4 Schaden? Gar kein Schaden. Tot. Sehr gut. Gut, 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 gut. Alter, bin ich nervös, ne? Was ein Endgame. Und der eine hat einen Sniper und hat damit mich halt komplett, ne, One-Shot gefühlt gehabt. Da hinten liegt eine Medaille. Ist da auch ein Gegner? Doch, da ist auch ein Gegner. Och, Mann, er hat die Treppe nicht geschafft und das hat ihn ge... Oh. Gut, dass wir unendlich Muni haben, ne? Das ist halt... Ich glaube, die sind da beide am Fighten. Schade. Das hätte ein richtig guter Hit werden können. Ich habe keine Ahnung, wo der andere ist, ne? Und der eine hat einen Sniper. Wir sind in der Zone. Boah, aber hier, ne? Anders knapp. Okay, ich glaube, der oben hat einen Sniper. Kein Plan, wo der andere ist. Ich denke, wir machen einen Early Move auf den anderen Berg. Das machen wir. Early Move, come on.
Ui, 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 ui. Good one. Ich glaube, da oben ist der eine, wo der andere ist halt wieder kein blassen Schimmer. Okay, den einen sehe ich sogar. Wir haben Deckung vom Baum. Ich denke, wir sollten nicht gesniped werden, wenn ich hier mich jetzt zeige. Ich habe extra rechts nochmal zugebaut. Der müsste jetzt kommen. Der hat halt nicht auf die Zone geachtet. Nicht klug. Nein. Wäre ein wichtiger Hit gewesen. Wären alles wichtige Hits gewesen. 121. Dead. Come on. Last Gegner. Let's go. Ich habe die Materialien bekommen. Das war das Wichtige, das wollte ich machen. Und jetzt nerven. 4 Damage. Nerven, nerven, nerven. Nein. Nee, Daddy Sniper, Daddy Sniper. Wir sollten aufpassen. Hier. Direkt hoch und sich überraschen lassen. Auf keinen Fall in den Nahkampf-Fight gehen. Hoch, hoch, hoch. Der baut uns eine Wall weg. Oh, das war ein Hit. Das war ein Hit aus der Luft. Das war sehr wichtig. Nein, 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 nein. Lass mich runterfallen, bitte. Jetzt keinen dummen Move machen. 3, 2, 1. Woo! Der Hit hat getroffen! Ich kann die Kamera nicht mehr bewegen, aber egal. Epischer Sieg. Wir haben nur den Bogen genutzt. Nur den Bogen. Alter Falter, was eine Runde. Matchstatistik. Zielgenauigkeit 65%. Schaden an Spielern 2277. Wir haben Bogenmeister freigeschaltet. Ich meine, was auch sonst? 2000 Schaden mit Bögen in einem Match. Das erste Mal. Ich weiß auch nicht, wann wir es sonst jemals gemacht haben sollten. 8 Kilometer zurückgelegt. Fast 3000 Materialien verwendet. Schaden an Gebäuden 27.000. Und 66 Treffer nur mit dem Bogen. Sehr stark.